So, wir sind schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierung mit Maschinenpistole machen. Das ist eigentlich relativ einfach, wenn man natürlich die Gegner findet. Und man sollte sich logischerweise Maschinenpistole mitholen. Zack, erster Kill. Am besten derzeit einfach dann runterspringen. Zack. Gucken, wo die Gegner spawnen, weil derzeit sind halt ziemlich wenige drin. Deshalb ist das Problem, gerade in Gruppenkeile Gegner überhaupt zu finden. Aber dann einfach Kill machen, sterben lassen und gucken, wo die nächsten rumgeiern. Wo haben wir einen? Wo haben wir einen? Na, er ist da unten. Ich hoffe, der wird jetzt nicht weggeholt. Sieht ziemlich lost aus. Aber nicht auf mich jetzt snipen. Zack, da haben wir den zweiten Kill. Ihr seht ja, es ist relativ einfach. Man muss halt nur die Gegner überhaupt finden. Weil ihr seht ja, wir haben jetzt schon nur noch 7 Gegner drin. Es geht halt wirklich nur darum, überhaupt Gegner zu finden. Aber so mache ich halt das Ganze, damit ich die Aufgabe ziemlich schnell rum habe. Die meisten werden es natürlich im normalen Modus, ganz einfach im Solo-Modus machen. Aber so ist halt einfach die schnellste Variante. Wenn ihr nicht die besten Spieler seid, kann man das so ziemlich simpel machen. Aber jetzt will ich natürlich meinen dritten Kill auch noch haben. Gucken, wo die Gegner jetzt so rumturnen. Weil klar, die gucken auch. Wo sind die Gegner? Ah, er ist hier. Zack, zack, zack. Da unten dackelt noch einer rum. Und da haben wir auch den. Lol. So, jetzt haben wir mal alle drei. Und ihr habt gesehen, wir haben es jetzt, wie lange haben wir gebraucht? 2 Minuten. Gut, davor die Waffen sammeln ist natürlich, dauert ein bisschen länger, aber ganz gemütlich zu schaffen. Ich hoffe, ich konnte euch auch damit weiterhelfen. Und in dem Sinne, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren für Livestreams etc. Und dann würde ich sagen, haut rein, euch noch viel Spaß mit den restlichen Aufgaben. Ich mache nämlich jetzt auch noch weiter. Und haut rein.